大家好，今天我们在斯图加特。上个视频很多人评论德国的工资是按照德国通货膨胀提高了。I don't believe that. 你们真的觉得是真的吗？ 所以我们今天直接问你们德国人，这是不是真的？ Eine Frau darf hier eine Frage stellen. Mensch, heute ist so schön gekleidet. Die Inflation ist momentan überall, alle Preise steigen. Und hat sich dein Gehalt der Inflation angepasst? Das hat sich nicht angepasst. Sehr schade. Ist dein Gehalt mit der Inflation mitgegangen? Nein, es bleibt permanent. Kriegst du Taschengeld? Nein. Ist dein Gehalt mitgestiegen? Ich bin Beamter, ich bin Lehrer, also das ist minimal. Wurde mal irgendwas angeglichen, aber ich weiß es nicht genau. Wie finanzierst du deinen Lebensunterhalt? Alles von meinen Eltern, Essen, Klamotten, alles. 孩子们真的太舒服，他们什么东西不要操心。 Hat sich euer Gehalt der Inflation angepasst? 0,0. Was arbeitest du? Lehrer. Noch ein Lehrer, wir haben gerade schon Lehrer. 今天是星期五，为什么在这里这么多的老师？ Ist Ihr Gehalt mit der Inflation mitgestiegen? Natürlich nicht. Wir hinken hinterher schon seit Jahrzehnten. Sie arbeiten noch oder schon in Rente? Ich bin in Rente, ja. Hat sich die Inflation in Ihrem Gehalt wiedergespiegelt? Ja, selbstverständlich. Man geht arbeiten, 7 Tage die Woche und es bleibt unterm Strich nichts übrig. Ja, aktuell noch nicht, ne. Das heißt, du erwartest, dass es noch steigt? Also da gibt es dann irgendwie 2% oder sowas, aber das reicht ja nicht. 说实话，不吹不黑。 Wie macht sich die Inflation in Ihrem Leben bemerkbar? Im Prinzip alles, was so mein direktes Leben betrifft, ist teurer geworden. Also irgendwie Freizeitaktivitäten ist extrem geworden. Ja, man merkt, dass man am Monatsende kaum was in der Hand hat. Alle Kosten sind gestiegen. Außennebenkosten, Gas, Strom. Und gerade bei uns in Berlin, also ich bin ja Berliner, die Mieten sind nicht mehr zu bezahlen. Jetzt kommen ja noch die Heizkosten und alles dazu irgendwann mal. Ja. Ich schränke mich ein, wo es geht. Bei den Lebensmitteln, Ausflüge, Lokalbesuche. Anders geht's nicht. Und dann was auf die Seite schaffe für die berühmte Jahresabrechnung. Das heißt, Sie sind Busfahrer? Nee, Zugbegleiter. Und da muss man 7 Tage die Woche arbeiten? Ja, aus Personalmangel schon. Das Einzige, was so geblieben ist, sind die Kleidung, Klamotten einkaufen. Das macht noch Spaß, alles andere macht keinen Spaß mehr. Ist ein Kind auch teurer geworden? Weil Mama nicht stillen konnte, hat die Babynahrung bekommen, die ist auch teurer geworden. Explodiert. Ja, genau. Und sie war eh schon teuer. Beeinflussen diese hohen Preise irgendwie euer Kaufverhalten? Ich gucke doch mehr aufs Geld, was ich vorher nicht brauchte. Ja, doch. Das sind ja ganz normale Lebensmittel, müssen wir trotzdem kaufen. Ja, aber meistens im Schnäppchen, dann wenn sie im Angebot sind. Dann kaufe ich mehr und tue es halt in die Tiefkühltruhe. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft? Für meine Zukunft nicht mehr, aber für die Zukunft meiner Kinder mache ich mir schon Sorgen. Weil die müssen auch mittlerweile beide arbeiten, um über die Runde zu kommen. Und ein geordnetes Familienleben mit Kindern, so wie ich mir das eigentlich vorstelle, ist gar nicht mehr möglich. Etwas schon. Zukunftsängste, denke ich mal, haben die meisten jetzt im Moment, ne? Weil keiner weiß, wie es weitergeht. Definitiv. Ob wir das überhaupt schaffen, ob wir in die Schuldenfalle reinkommen, ob wir da überhaupt dann irgendwann mal wieder rauskommen. Das auf jeden Fall. Und ob den Kindern was überhaupt übrig bleibt dann. Wir haben zusammen gezeigt, dass wir alle für die Existenz kämpfen. Dang, 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 dang. Es gibt ein Beruf, der sehr gut lebt. Machst du dir Sorgen über die Zukunft? Sorgen nein, Gedanken ja. Ja gut, als Lehrer muss man sich um fast nichts sorgen. Nein, wir haben den besten Job der Welt. Bewerbt euch, werdet Lehrer, bester Job, nur Ferien und Entspanntheit. Alles geil, ab auf die Hochschule. 感谢大家，你们可以继续提问题，说不定下期我会用你提的问题采访路上的人，不吹不黑。